Hallo und herzlich willkommen, guten Morgen, zeitlich zum Aufstehen mit kleinen Hägerchen. So, wir haben ja beim letzten Mal gemerkt, dass es uns zu kalt ist und wir haben bis jetzt leider noch nichts gefunden, wie wir das ändern könnten. Aber, naja, wir gucken mal. Wir konnten auch noch nicht lesen, was ihr so geschrieben habt. Und nach der nächsten Folge können wir dann gucken, was ihr geschrieben habt. So, ich gehe mal wieder zum Panier. So. Hallöchen zusammen. Hallöchen, lieber Bora und Community. Keine Fackel. Ein wenig abgeregt nach dem letzten Fiasko. Und aber um natürlich in die Wunde nochmal reinzustechen und darauf hinzuweisen, warum wir uns jetzt eigentlich so ein bisschen aufgeregt haben, hier mal die kleine Übersicht. Also, wir sind bei Kälteschutz bei 37%. Und trotzdem sterben wir im Stehen. Liebe Entwickler, wenn ihr das durch Zufall sehen solltet, bitte denkt mal drüber nach, ob ihr in die richtige Richtung unterwegs seid. Ja, guck mal, das sind zwei Drittel, die wir hier gefüllt haben. Von der Kälteschutz her. Das ist schon zu wenig. Obwohl jetzt geht, ne? Jetzt ist es wahrscheinlich, weil Tag ist und die Sonne scheint. Weil die Sonne scheint, ja. Warte mal, wie Und. viel Grad haben wir jetzt aktuell? Warte. Tagebuch, Karte. 3 Grad haben wir. Vorher haben wir Ja, minus so 11, nicht ja. drei, ja. Dann ist klar. Müssen wir mal gucken, ab wann wir anfangen zu frieren. Ja. Ich gehe nochmal anbändeln bei meiner, die sich ja irgendwie gefühlt, die überhaupt keinen Bock hat. Wo bist du denn? Da. An den Droslava war das, ne? Bromila war das. Na, du alter Kratzbürste! Also, was meinst du, soll ich die 49 Bronzebarren verkaufen? Und dann? Und dass ich dann immer nach Hemden gucke? Ja, kannst du machen. Was dann eventuell geschafft haben. Baum, lass mich durch. Oh, jetzt hat einen Lauf. Okay, bei 60% bin ich jetzt. Sehr schön. Kratzbürste, Mensch. Hätte schon längst fertig sein können. Sag dir das. Naja, das Problem ist, dadurch, dass zwei so ähnlich heißen, bin ich irgendwie zwischendurch durcheinander gekommen. Das war also einmal mit der falschen angebändelt. Ja. So, eben mal Esel und Schweine ausmisten und. So, wer ist denn unser Bergarbeiter hier? Da. Oder? Nee, doch. Hello there. Hallo der. Wants to see my wares? Oh, Pony muss was ansehen. Ich merke schon, wir kommen überhaupt nie dazu, mal das zu machen, was wir eigentlich machen wollten, oder? Nee, ne? Karotten kann ich ansehen, Have a auf nice jeden day. Fall. Also 1400 habe ich jetzt gerade mal gekriegt. Irgendwie hat das sehr viel weniger gebracht, als das da stand. Only today. One for the price of two. How are Karotten you? könnte ich Great is in my nature. ansehen. Ja, machen wir eh ein Karottenfeld, würde ich sagen. Also bitte, liebe Entwickler, geht noch mal in euch und überarbeitet noch mal euer Temperaturgeschichte. Das ist mir ganz wichtig, weil ich will eigentlich das Let's Play nicht beenden, nur weil man ständig am Erfrieren ist. Ja, oder zumindest mal die Preise hier ein bisschen erschwinglicher machen hier. Ich kann mir noch nicht mal das zweite Hemd holen. And remember, don't eat the yellow snow.
don't eat the yellow snow. Okay. Ich kann mir nicht mal ein Hemd kaufen. Ich kann nur das billige Hemd holen. Das haben wir ja an. Selbst das Leinenhemd kostet 795. Price is so low, you won't believe your eyes. Jetzt 48 Bronzebarren verkauft für 1400 und kann keine Weste holen. Ja, kostet 1500, oder? Soll ich dir ein bisschen was dienen? Du kannst zumindest eh ne kommen. Nö, ich hätte ja wenn er zwei gut, wenn dann schmerz ich mit dir. Dann noch mehr würde ich sagen. Wie viel hast du denn jetzt? 1400 oder? Ja. Warte mal. Da sind noch 18 Barren drinne. Ja. Oh, was? Jeden Samen reicht jetzt nicht? Wie viel Kohle hast du noch am Stecken? 332. Was ich ja am Materiallager ausmisten kann. So, ich hab keinen Sack mehr, deswegen. Ich wollte gerade sagen, Leder war ich. Der Sack ist kaputt hier. Einen kaputten Sack, oder was? Ein Lochsack. Der läuft leck. Warte mal, vielleicht kann ich noch ein paar Pelzschuhe bauen, oder? Wir haben nur zwei Pelz hier drin. Scheiße. Und 23 Leder. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Was bringt denn das Säckchen eigentlich im Verkauf? Die bringen 90, glaube ich sogar. Echt? Mhm. Ich hatte ein Säckchen hier, das hat 90 Standard dran. Dutzend steht bei mir dran. Also auch da müssen sie schon wieder dran rumgefingert haben. Also ich habe hier 180. Ich habe aber ein Säckchen, das ist wahrscheinlich ein besseres Säckchen. Das hatte ich nämlich mal gefunden. Ja. Ich gehe jetzt mal verkaufen, um zu gucken, was wir noch so kriegen können. Habe ich hier noch was drin? Ach, hier ist ja auch noch Bronze drin. Setzen. Und ich habe ja schon extra beim Bergmann das verkauft, damit ich da den besten Preis kriege. Aber ich glaube, das tut hier in dem Spiel nichts, ne? Also ja, bei wenig Verkaufs. Ist leider schade. Was könnten die noch einbringen, dass man die Sachen bei den Händlern verkauft, die dafür zuständig sind? Also, dass ich nicht Eisenbarren genau mit dem gleichen Preis verkaufen kann bei einem Fleischwarenhändler oder sowas. Ja. Weil mein Metzger würde mir auch kein Eisen abkaufen. Sagen wir mal so, ne? Eigentlich nicht, nee. Hattest du nur breitwegerig in der Tasche? Oder? Zwei Stück. Okay, gut. Ich die coolen Effekt. Warum liegen denn hier Zwiebeln drin? Ich habe die da reingetan gehabt. Ich hatte die noch in der Tasche. Wo ich dann jetzt noch zusammenkriege. Also wir könnten noch so Geschenkdinger verkaufen, ne, die wir noch in den Kisten haben. Die ich auch gerne zum Verschenken habe.
home. I've got everything you need. Remember, I'm not the one who sets prices. It's the market. Ach so. Ey, guck mal, ich kann uns was kaufen. Warte mal. How are you? Good luck. Ach, hier ist die Verkäuferin. Can I interest you in some of my wares? So, Fanny, ich bin reich. Yeah. Take care. Ich hab jetzt 5700 Münzen. Wow, was hast du dir geholt? Ja, ich hatte doch noch die. Der hat nicht alle Bronzebarren bei mir abgekauft, deswegen habe ich jetzt noch so viel. Das heißt, ich hole uns jetzt mal was Schönes. Ich hole uns jetzt mal eine. Ist das die Filzweste? Die steppte Weste? The taxes here are incredibly high. So, für 4000 Münzen habe ich uns jetzt eine Weste geholt. Die plus 20 Kälteschutz bringt. Okay, das ist krass. Jetzt habe ich 57%. Müsst ihr wohl locker reichen, oder? Sollte, ja. Bring ich dir jetzt auch vorbei? Ich habe sogar noch Bronzebarren über. Okay, sehr schön. Gut Geld. Ich habe gerade ein bisschen Dünger hergestellt und ein bisschen Tonbüro. Wo bist du gerade? Hinter der Scheune. Ach, da, ich sehe dich, ja. Da steht er. Stramm wie ein Meister. Schmeiß dir die mal hier rein, ne? Ja, danke. Ja, schön. Hast du mir jetzt eine überbraten? Nee. Nein, habe ich nicht. So, jetzt sind wir bei 53%. Und guckt mal, wie hoch die Leiste ist. Und trotzdem, wa? Also ja, wir wollen sehen, ob wir bei Minusgraden immer noch gehen. Ja. Wie Grad haben wir es denn jetzt? 3 Grad bestimmt noch. 5. 5? So. Gut. Dann du machst das. Wolle? Ja. Ich kann ja nicht mehr upgraden. Was kannst du nicht mehr? Früher konntest du mit dem Bauhammer, wenn du... Hast du 4 Reiter gehabt. Abreißen, Reparatur, bauen und upgrade. Den Upgrade-Button gibt's nicht mehr. Das heißt verputzen. Ja, den gibt's nicht mehr. Der ist bei mir ganz oben. Mit dem Pfeil nach oben. Bei Baue mir verschiedene ist Gebäude, Reparatur. Bei mir ist dieser Button nicht da. Aber du machst Rechtsklick, wenn du den Hammer in der Hand hast, ne? Ja. Dann ist da Bauen, Reparatur, Verputzen, Putz entfernen und Zerstören. Nein. Dann bei mir sind 3 Button. Aber bist unter du vielleicht, es war vielleicht dein Baulevel zu niedrig. Et! Mal gucken. Den hab ich doch sonst gehabt, weil er erzählt mir doch nicht so. Ich weiß es nicht. Muss man da jetzt irgendwas können? Ja, du brauchst bei Handwerker den, also bei Produktion jetzt den Skill Handwerker
Verputze Wände, um den Verbrauch von Brennmaterial zu senken. Der erste Punkt. Vielleicht schon oder eine. Ja. Also nicht handwerkliches Können, sondern Handwerker. Das ist aber neu, dass das so ist. Das ging davor ja. Ist jetzt aber schon ein bisschen länger so drin. Bei meinem letzten Stream war das schon. Bei dem letzten war das noch nicht so. Hundertprozentig. Ich konnte doch immer Wände verputzen. Ich bin doch hier umhergerannt und hab Kalkstein und Tonberuf rangebaut. Das war ich. Das habe ich alles gemacht hier. Die ganzen Wände verputzt. Da hast du das wahrscheinlich mit dem Skladi gemacht. Mit dem habe ich schon ewig nie gespielt. Also das Lager, die ist das neben der Küche und unsere Häuser und die zwei, die da stehen, die habe ich verputzt gehabt. Die da hinten, alle. Ich bin mir aber sicher, dass ich schon in unserem Let's Play was verputzt habe, hundertprozentig. Aber ich habe das schon länger, das Handwerk. Ich habe doch öfter Ton gewuddelt. Und den Tonberuf habe ich verarbeitet und habe den immer sofort an der Wand rangebracht. Kann ich jetzt nicht mehr. Was soll der Blödsinn? Ja. Also, entweder sind Punkte verschwunden. Ja. Aber anders kann ich es mir jetzt Tatsache nie erklären, oder? Ich auch nicht. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ich hab das jetzt bei dir noch nicht gesehen. Ich habe bei Landwirtschaft nur noch 4 Punkte. Was ist denn das? Da sind 100% die Punkte weg. Da habe ich 0. Aber da können wir mal gucken. Ich habe fast nur Landwirtschaft gemacht. Ich habe ja nur Produktion gemacht und ich habe nur 5. 6. Nee, ich habe 6 Stück, also hast du irgendwie 2 Punkte zu wenig wahrscheinlich, weil du hast ja echt viel gemacht an Landwirtschaft. Ja, normal müsstest du mehr haben eigentlich. Keine Ahnung, ob da jetzt was verschwunden ist oder so, ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Leute, ey. Aber eines würde ich auch mal machen, ja. Hast du das ganze Kalkstein in der Tasche? Ja. Na, wie gesagt, ich wollte gerade was verputzen, aber. Super. Hab ich wieder reingepackt. Ton und Tonberuf halt auch in die Packung. Ich hätte es gerne gemacht, um da mal ein paar Punkte zu kriegen, aber naja, ohne Worte. Muss ein bisschen basteln. Nö, hat keinen Bock drauf. Bin gerade angepisst. Merke ich gar nicht. Nee, wa? Nee, du hörst dich richtig entspannt an. Wie eben ein Spiel innerhalb so kurzer Zeit so abpacken kann. Ja, ohne Worte. Da brauchst du 4 Pilz. Scheiße. Pilz? Pelz. Achso, Pelz. Nicht Pilz. Ich hab Pilz verstanden. Nämlich die Wohnhäuser hier von denen nämlich auch mal ein bisschen upgraden.
Die verbrauchen dann nämlich auch weniger Feuerholz. Hast du so das Gefühl, dass sie da viel verbrauchen? Ja, wie viel habe ich jetzt keine Ahnung, aber auf jeden Fall verbrauchen die weniger dadurch. Das steht ja auch da in der Beschreibung, dass sie weniger dann verbrauchen. Mit den Verputzten. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das lohnt bei irgendwelchen hier Herstellungsgebäuden oder so, aber da habe ich es auch mal gemacht gehabt. Mhm. Gut, da wäre er schon wieder fertig. Ich würde normalerweise, ja, das, wenn die jetzt, wenn wir noch Zeit gehabt hätten, würde ich jetzt losgehen eigentlich noch, aber das ist jetzt, glaube ich, zu spät nochmal loszugehen. Was machen wir denn jetzt noch? Ich bin gerade so ein bisschen. Wir haben nicht mal mehr Stroh hier. Haben die das auch verbrannt oder was? Keine Ahnung. Ich muss mal gucken hier, was die alles machen. Ach ja, Holzschuppen kann man ja auch nur einen reinstecken, ne? Genau, wollten wir nicht noch Angestellte holen? Ja. Ja, wir bräuchten noch einen Holzschuppen. Wie viele Häuser haben wir denn noch frei? Eins, zwei Häuser sind noch frei und im Fischerhaus ist nur eine Frau. Rube ist auch nur eine Frau. Das ist deine bedenkt Frau. Bedenk dann, Dobromila muss alleine bleiben. Ja, Dobromila. Okay, das ist Grube. Grubenfrau. Das ist der Pani. Okay, da ist jetzt. Also 1, 2, 3. Ich gucke nochmal, wie viele. Warte, erstmal wie viele Frauen. Also das ist komplett leer. Eine Frau. Also wir könnten 4 Frauen einstellen und einen und 3 Männer. Du machst du dich da rum? Das könntest du ja vielleicht noch schaffen. Sind 6 Minuten noch. Ne? Ich gehe mal rüber eben gucken, ob da welche rumhausieren. Ich habe ein bisschen geköchelt gerade in der Zeit. Also so viele werde ich jetzt hier nicht kriegen. Also dafür muss ich um die hier durchlaufen.
warm hier, ne? Guck mal nochmal, ob ich ein paar Heiltränke vielleicht machen kann. Obwohl, nee, Reitbegierig haben wir nicht mehr, wa? Brauchst du fürs Feld jemanden? Nicht zwingend, aber ich würde auch welche nehmen, wenn. Wo wir Wichtja ihn bräuchten, ist in der Kräuterhütte. Der quasi dann Kräuter sammelt. Der wäre wichtig. Wisst ihr, damit ich hier was habe, um. Also, ich könnte jetzt den Trank des Heilens machen, aber wir haben kein Breitwegerig. Bei Fläschchen habe ich, Löwenzahn habe ich, einmal mit Wasser habe ich. Ja. Dann nehme ich mal Casimira, die hat nämlich. Die ist 24 und hat bei dem dritten, ist das dann, glaube ich, ne? Bei dem mit dem Hühnchen und dem. Landwirtschaftsdings hat die nämlich 3. Okay. Dann nehme ich die mal. Ach da. So. Dann kannst du die Casimira zuweisen, wenn du möchtest. Was anderes habe ich bis jetzt nicht gefunden. Der ist 30, 29. Ich hab mal die Barren aus dem Lager rausgenommen und die packe ich mal in die Kiste der Schmiede rein, ja? Jo. Ich muss mal ganz dringend auf Pause machen. Es tut mir leid, aber ich halte es nie aus. Okay. Bin gleich wieder da. Ja. So. War kurz vorm Platzen. So. Dann komme ich mal wieder zurück. Also eine haben wir jetzt. Das heißt noch 3. Das heißt Ort für Ort durchgehen beim nächsten Mal. Mhm. Ja, können wir schon abmoderieren, würde ich sagen. Ja, ich komme eben noch nach Hause und dann. Helga liegt schon mal. Wer? Helga? Achso. Die Olle. Hat sich schon, die hat nie gewartet. Nee, wartet einfach nicht auf mich. Aber ich friere immer noch nicht. Hast du die nicht zugewiesen, die zu Mila? Ja, nee, hab ich noch nicht. Also, Zeichnung. Wo wollte ich da zuweisen? Gott sei Dank gesagt, Kräuterhütte. Arbeitsplatz. Kräuterhütte. Schlafplatz natürlich noch, ne? So, ein Haus. Hat die auch ein Haus? Jawohl, hat sie. So, jetzt muss ich aber die Kräuter heute, glaube ich, muss ich noch einstellen, was sie machen soll, wa? Jo. Was ist das? Produktion? So. Na schön, wie sie im Winter nichts sammeln kann. So gar nichts? So gar nichts. Super. Aber so genau zur richtigen Zeit geholt, sozusagen. Ja. Oh Mann, ey. Hat sie halt ein bisschen Freigang, Freizeit. Noch nicht mal das Blümchen oder so? Da wachsen ja keine. Also sie könnte Tränke herstellen, sie könnte vergiftete Pfeile machen, aber das war's. Mehr kann sie im Winter nicht machen. Das war ja eine gute Investition. War sehr schön. Oh Mann, ey. Warte mal, jetzt muss ich mal reingucken, was muss sie denn alles sammeln?
Obwohl, lass uns mal abmoderieren. Jo, meiner liegt nämlich schon. Ja. Bis gleich. Bis gleich. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank fürs Reinschauen. Denkt auch mal beim Panny reinzuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Wobra. Tschüss.